auch bei den vergebenen Haas-Chancen. Prelas noch immer Nummer 1 in Graz. Sehr schön, gell? Eigentlich wollte ich einen roten Vergissmeinnicht-Strauß geben heute, aber den nimmt er nicht von mir. Hannes Kartlik, stimmt es, dass Chiacano immer die Nummer 1 ist? Wo sind wir auf der Tabelle? Da soll er schauen. Der kann nicht einmal lesen. Ja, Nachsatz in Graz natürlich, nicht? Also weiter kommt er eh nie vor, also... Du bist schon wieder unter der Gürtellinie, du kennst dir nichts aus im Leben. Ich schon wieder 3-0 für GRK, wie gestern beim Spiel, beim Computerspiel. Ja, kennst du beim Moment, du kannst reden, aber im Sport sind sie, herrschen solche Töne nicht, merkt er das? Wer schlagen die Töne an? Mach keine Politik davon, dem verstehst du nichts, Karl. Ja, leider Gottes. Ja, dafür reden nicht mit mir, weil du verstehst nichts davon. Ja, ich will ja nicht dabei sein. Gott sei Dank, die braucht man natürlich. Dann hör ich auf, wenn du dazu gehst. Das Spiel endet 1:1. Das Derby der Präsidenten geht aber in die Verlängerung. Was sagt der Herr? Wenn ich dich anschaue, kriege ich eine Lungenentzündung. Und ich einen Lochkrampf, wenn ich dich anschaue. Ja, meine anderen tun wir nicht. Der Kartlik kränkelt momentan, er kriegt eine Lungenentzündung. Du geh heim, leg dich nieder, die wird kalt. Da werden wir einen Anwalt brauchen. Ja, wenn er so weitermacht, sicher. Zwei starke Präsidenten zweier starker Mannschaften liegen im Clinch. Fußball Graz kann es aber egal sein, wenn Rivalität die Leistung steigert.